by Summer Jam. We're gonna party as much as we can. Summer Jam. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei That's Me, euer Kanal für Mode und Lifestyle. Und ich bin heute mal auf einem wunderschönen Samstag oder mehr oder weniger schön auf dem Weg in die Innenstadt von Berlin, auf den Kudamm, um genau zu sein, und werde für euch ein Party-Outfit suchen oder hoffen, dass ich ein Party-Outfit für euch finden werde. Jetzt kann ich die Sonnenbrille abnehmen, weil ich ins Parkhaus hineinfahre oder besser gefahren werde. Viel Spaß dabei, seid dabei, ein Tag mit mir shoppen, Party-Outfit wird gesucht, bis später. So Leute, bin jetzt gerade hier in der Umkleidekabine. Ich habe extrem viel Sachen gefunden. Ich werde das Ganze aufteilen. Ich werde auf jeden Fall ein P&C Shopping Haul für euch machen und einmal jetzt ein Party-Outfit für euch anziehen. Also bei mir ist es tatsächlich so Party-Outfit auch. Ich habe immer Bock, irgendwas Cooles anzuziehen, worin ich mich wohlfühle. Wobei ich da tatsächlich auch ziemlich oft drauf verzichte, ob es jetzt bequem ist oder sowas. Ich bin auch so ein Typ, der tatsächlich mit Lederjacke in den Club reingeht, wenn ich mal feiern gehe. Ich gehe tatsächlich relativ wenig feiern, auch wenn man es mir nicht ansieht. Aber da, selbst da würde ich dann mit einer Lederjacke gehen, T-Shirt drunter anziehen. Aber ich habe jetzt mal was für euch rausgesucht, was ich relativ cool finde, jetzt auch im Sommer. Ist natürlich auch die Frage, ist es jetzt ein Party-Outfit für eine Hausparty oder ein Party-Outfit für einen Club? Aber schaut es euch einfach mal an. Viel Spaß. So Leute, das wäre mein erstes Party-Outfit. Wie ihr seht, ich bleibe natürlich meinen Stil treu mit der Lederjacke. Die kostet nur 99 Euro, finde ich, ist richtig cool. Dann das Shirt hier, sieht es einmal aus. Gefällt mir auch richtig geil, das heißt, dieses Oversize. Trotzdem schön eng an den Ärmeln, richtig lang, richtig lässig, könnte ich die auch so tragen. Ach, genau, brauchst du die Kiste? Dann nehmen wir die mit, ja. So, hinten das so anhalten. Skinny Jeans, mega stretchig, mega elastisch, ohne Spaß da drin. Kann man sogar. Das ist echt cool. Also das wäre so mein Party-Outfit mit der Lederjacke, Party-Outfit Nummer 1. So würde ich gehen, fühle mich richtig wohl. Doc Martens immer am Start. Machen wir euch auch ein bisschen größer, für alle, diese kleinen sind großen Absatz. Seid ihr ein bisschen größer, kommt ihr gut bei den Ladies an. Mir gefällt es auf jeden Fall. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Party-Outfit, wolltet ihr unbedingt mal sehen. Fröhliche Farbe oben. Ich bin richtig überzeugt davon, ohne Spaß jetzt. Ich feiere das, ehrlich. Manchmal denken wir so, ja, stellt ihr irgendwas vor, nur um Klicks zu bekommen. Nee, Mann. Das kaufe ich mir jetzt und auf der nächsten Party werdet ihr mich damit sehen. Alle Ladies, Ausschau aushalten. Der Eggers läuft so rum. Party-Outfit Nummer 2. Ich habe hier so Schuhe von Diesel organisiert. Die liegen bei 159, sind ein bisschen teuer. Ansonsten so, wieder so ein Oversize-Oberteil, dann so eine zerrissene Hose. Das wäre für mich auf jeden Fall mein zweites Party-Outfit. Schaut mal. Das war hier die Hose erstmal, 59 Euro. Und das T-Shirt ist bei 25,99 Euro. So sieht das aus. Das wäre auf jeden Fall mein zweites Party-Outfit. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Mir gefällt es richtig gut. Ich muss euch ehrlich sagen, diesen Oversize-Look kann ich nur empfehlen. Man fühlt sich einfach wohl, es ist einfach entspannt. Auch hier an den Ärmeln ist ganz cool, dass es so umgeschlagen ist. Das ist auch noch gut. Leute, fertig mit Shoppen, habe mich jetzt erstmal schön an den Pool gesetzt. Entspannt ein bisschen, werde ich gleich schön die Füße hier reinhalten. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich habe euch mal so zwei Outfits gezeigt, mit denen ich losgehen würde. Ich kann mich eigentlich fast nur wiederholen, dass ich persönlich echt so einer bin, wenn ich auf Party gehe, habe ich Bock irgendwie cool auszusehen, mich wohlzufühlen, trage dann auch meine Lederjacken, auch wenn es warm ist, weil ihr natürlich die auch abgeben könnt. Was ich beobachten konnte, Oversize, extrem viele Oberteile, die Oversize sind. Ich persönlich mag es extrem gerne. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch diese Outfits gefallen haben. So Leute, ihr habt es gesehen, jetzt 180 Euro, das Budget ist langsam aufgebraucht. Ich glaube, ich mache mal eine kleine Shopping-Hall-Pause. YouTube macht mich arm. Von wegen die ganzen YouTube-Millionäre, ich werde arm. Nee, Spaß beiseite, ich mache es auf jeden Fall gerne. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Das wird ein richtig, richtig gutes Shopping-Hall. Pico & Kloppenburg Shopping-Hall kommt definitiv die Tage. Erstmal habt ihr jetzt Party-Outfit gesehen, dann kommt das Shopping-Hall mit POC. Geile Oberteile gefunden, alles schaltet auf jeden Fall wieder ein. Danke fürs Zuschauen, mein Name ist Magas, bis demnächst.
Farmer Jam, oh.